Hi, ich bin Rolf von app.de und wir sind hier bei Giada auf der CeBIT 2012 und das hier ist was ganz Spezielles. Das sieht zwar auf den ersten Blick aus wie einfach nur ein weiterer kleiner Laptop der Chinesen, aber das Ding ist, das Teil ist erstens noch ein ganzes Stück kleiner als zum Beispiel dieser Pinetrail Atom Laptop. Der Unterschied ist aber, dass das Ding eben nicht nur ein Atom hat, sondern einen Intel Core i7, Core i5 oder Core i3 Prozessor. Die Version hier hat einen Core i5, wurde uns gerade gesagt. Da so wenig Platz drin ist, hat er natürlich nur eine SSD drin und weil es eben ein Core i ist, riesige Lüfter. Das Interessante ist, das Ding hat halt Leistung in diesem sehr kleinen Format. Ich würde mal sagen, das sind vielleicht 15x15x4x5 cm. Sehr klein. Das Tolle daran ist, man kann ihn einzeln betreiben. Dazu hat er VESA-Bohrungen, da kann man den hinten auf die Rückseite eines Displays schrauben. Da gibt es diesen Docking-Port, da kommen wir gleich dazu. Hier ist der Ein- und Ausschalter. An den Seiten überall Lüftungseinlässe, weil das Ding wird ziemlich warm wahrscheinlich. Auf der Rückseite der Stromanschluss, HDMI, VGA, Ethernet, zweimal USB. Hier gibt es den Kopfhöreranschluss. Auf der Seite geht es weiter mit einem Mikrofon, die sind also nicht kombiniert. Zwei weitere USB-Ports und das war's im Prinzip. Wenn man das Ding aber zusammen mit dieser etwas günstig wirkenden Dockingstation benutzt, das hier ist wie gesagt Aluminium, das hier unten ist sehr, sehr dünnes, sehr, sehr billiges Plastik, aber der Haken ist, da gibt es weitere Ports, weil ein Tochterboard drin ist, das vom Kunden angepasst werden kann, je nachdem wie viel Stück er ordert. Über den Port lassen sich große Displays anschließen, zwei weitere USB-Ports, hinten gibt es ein DVI, ein COM-Port und an der Seite nichts weiter. Das Teil soll ungefähr im Mai verfügbar sein, wird dann wahrscheinlich auch mit Intels Ivy Bridge auf den Markt kommen. Will heißen, läuft ein bisschen kühler, weil kleinere Strukturbreite und so weiter. Der Preis soll ab $400 bzw. Euro ungefähr losgehen, denn wie gesagt, die teuren Intel Core i-Prozessoren werden da drin verbaut sein. Sehr interessantes Teil. Ich war Roland von der Bookings.de von der CeBIT 2012. Bis bald.